Heute geht es um das Thema gute Kontaktseite. Ich gehe mal davon aus, dass du eine Kontaktseite hast, sonst würdest du wahrscheinlich nicht dieses Video anschauen. Es gibt auch Gründe dafür, kein Kontaktformular zu haben, nämlich wenn man nicht will, dass jemand Kontakt mit einem aufnimmt. Das kann durchaus mal der Fall sein, aber meistens will man, dass der Besucher Kontakt mit einem aufnimmt, vor allem wenn man ein Dienstleister ist, aber auch wenn man einen Shop hat und der Kunde hat ein Problem, dann will man auch, dass der Kunde Kontakt aufnimmt. Wir schauen uns heute an, wie du deine Kontaktseite gut machst. Ich gebe dir wertvolle Tipps, die du dann gerne umsetzen kannst. Viel Spaß! Hier befinden wir uns jetzt auf der Kontaktseite meiner Agentur und ich will mit euch jetzt mehrere Punkte nacheinander durchgehen, die wichtig sind für eine gute Website. Und der erste Punkt ist der, wie gesagt, der Besucher hat sich durch deine Website geklickt, dem gefällt dein Angebot, der ist schon mal ziemlich angetan von dir. Und jetzt ist die große Frage, die wir uns stellen sollten, was hat derjenige jetzt noch für Hindernisse, mit dir Kontakt aufzunehmen? Jetzt in meinem Fall, jemand sucht einen Webdesigner, Partner für Online-Business. Dann habe ich geschrieben, finde in aller Ruhe heraus, ob wir der ideale Partner für dich und dein Online-Business sind. Ich finde, wenn man jetzt zum Beispiel einen Webdesigner sucht oder auch eine Autowerkstatt, man ist ja da doch in einer längerfristigen Zusammenarbeit und ja, da gehört es eigentlich dazu, dass man wirklich viele Fragen stellt und wirklich sich miteinander unterhält und ein Gefühl auch für den anderen bekommt. Und deshalb sage ich einfach hier, hey, lass dir Zeit, wir haben Zeit, hier sage ich sogar noch, dass ich bis zu 2 Stunden mehr Zeit nehme. Das ist jetzt nicht bei jedem sinnvoll, 2 Stunden, aber bei mir ist es so, dass ich einfach, wenn ich mal einen Partner für Online-Business habe, dann habe ich die über Jahre hinweg. Und es ist dann so ein großer Wert, dass ich mir einfach die Zeit nehme, um zu gucken, passen wir zusammen und so weiter. Also ich glaube, das ist ein Hindernis, was ich hier aus dem Weg räume. Der zweite Tipp, den ich euch mit auf den Weg geben will, ist ein Terminvereinbarungstool zu nutzen, wenn ihr Dienstleister seid. Das hat sich schon rumgesprochen, mittlerweile haben es ganz viele und es macht auch absolut Sinn, wenn ihr mal da drauf klickt. Hier seht ihr bei mir, man kann einfach jetzt zum Beispiel am Mittwoch um 10 Uhr einen Termin bekommen und das ist total attraktiv, weil man weiß genau, man hat jetzt um 10 Uhr einen Termin, Markus hat Zeit, man hat die volle Aufmerksamkeit und das ist attraktiv. Während wenn man jetzt eine E-Mail schreibt, dann ist es eben unpersönlich. Und wenn man anruft, kann es ja sein, dass ich eben gerade kaum Zeit habe oder in einem Meeting bin oder fokussiert arbeite übrigens. Das ist der Grund, warum ich bei mir überhaupt keine Telefonnummer mehr auf der Seite habe. Das war eine der besten Entscheidungen der letzten Jahre. Funktioniert einwandfrei. Die Leute können sich ja hier dieses Kennenlerngespräch buchen oder die können mir eine E-Mail schreiben. Ich sage auch, dass ich innerhalb von 24 Stunden antworte. Das heißt, die Leute wissen, okay, ich habe jetzt das ist mir wichtig, jetzt einen Webdesigner zu finden. Ich kriege auch schnell eine Antwort. Aber eben am allerbesten nutzt so ein Terminvereinbarungstool. Vielleicht noch kurz ein paar Empfehlungen dazu. You Can Book Me finde ich sehr gut, hat einen sehr guten kostenfreien Plan, der ganz oft ausreicht für ganz viele Menschen, die ich kenne, die haben einfach nur den kostenfreien Plan. Hier, das ist auch das, was ich nutze, You Can Book Me. Zumindest nutze ich das momentan. Gut, und dann Calendly ist, glaube ich, auch recht gut. Aber ihr könnt selber natürlich auch suchen nach einem entsprechenden Tool, was euch zusagt. Vielleicht ein bisschen auf das Thema Datenschutz noch achten. Vielleicht findet ihr eben ein Tool, was möglichst gut mit der DSGVO zusammenspielt. Also eher ein europäisches Tool. Ja, und dann nutzt dieses Tool und ihr habt wieder mal einen Vorteil.
Nutzt unbedingt ein Video oder ein Bild auf eurer Kontaktseite. Video ist natürlich die Königsklasse. Wer sich gerne auf Video präsentiert, macht ein Video und lädt ein, Kontakt aufzunehmen. Aber auch ein Bild ist wunderbar. Das muss natürlich einladend sein, sympathisch, dass es einfach, dass derjenige sich denkt, ah ja, mit dem kann ich jetzt mal Kontakt aufnehmen. Der ist nett, der ist authentisch, der ist ehrlich. Den will ich mal kennenlernen. Tipp 4. Immer sinnvoll Fragen und Antworten betrifft auch den Punkt 1, dass wir Hindernisse überwinden. Kann sein, der stellt sich noch bestimmte Fragen, ob er überhaupt Kontakt mit euch aufnehmen will. Und ich mag solche FAQs, wie man sie hier öfters sieht auf Seiten. Die sind sehr minimalistisch, man hat das im Überblick. Und man soll sich einfach die Gedanken machen, was stellt sich der Besucher noch für Fragen und die dann beantworten. Übrigens ist es bei mir zum Beispiel jetzt auch so, es gibt halt Voraussetzungen für eine Zusammenarbeit und wenn das jemand nicht erfüllt, die Voraussetzungen, dann passt der auch nicht zu mir oder zu uns und dann macht es auch keinen Sinn, dass derjenige Kontakt aufnimmt. Dann ist es wieder ein Zeitsparer für ihn und für mich. Und auch deswegen ist es sinnvoll. Also ich liebe eigentlich diese FAQs und nutze die auf verschiedenen Seiten, weil ich einfach das sehr prägnant finde, weil ich es gut finde, sich auch da wieder in den Besucher rein zu versetzen. Also ihr seht ja, die Fragen sind aus Sicht vom Besucher formuliert. Gibt es Voraussetzungen für eine Zusammenarbeit? Mit welchem Websystem arbeitet ihr? Habe ich mehrere Ansprechpartner und so weiter? Also überlegt euch, ob ihr nicht ein paar Fragen und Antworten auch hier bringen wollt an dieser Stelle, damit einfach die richtigen Leute sich melden und die richtigen Leute dann einfach wissen, hey, das ist super, das lohnt sich jetzt, Kontakt aufzunehmen. Tipp 5, macht ruhig auch auf eurer Kontaktseite Testimonials rein. Die lohnen sich eigentlich so gut wie auf jeder Unterseite. Macht vielleicht eine Einbindung von den Google-Bewertungen. Also fragt eure Kunden nach Google-Bewertungen. Das ist total wichtig und es ist schön, wenn man die dann einbindet. Ich habe sogar ein Video gemacht, wie man die am besten einbindet. Und dann hat es einfach ein bisschen einen höheren Trust-Faktor, als wenn ihr nur Texte hier veröffentlicht. Ich habe es hier bewusst so ein bisschen weiter hinten gemacht, weil ich finde, das da vorne ist noch wichtiger. Testimonials sind ja auch oft auf anderen Seiten der Website. Man kann schon davon ausgehen, dass derjenige, der jetzt auf eure Kontaktseite kommt, schon überzeugt ist, auch schon Testimonials gelesen habt. Aber dennoch, es ist nochmal ein schönes Element. Es ist immer gut, Stimmen zu haben von anderen aus der Perspektive der Kunden. Und insofern überlegt euch, ob ihr Testimonials auch noch auf eure Startseite bringen wollt. Man braucht meiner Meinung nach auf der Kontaktseite nicht unbedingt ein Kontaktformular, aber wenn du es haben willst, wenn du eins integrieren willst, dann mach es bitte gut und richtig. Kurz noch gesagt, wenn man jetzt nur eine E-Mail-Adresse hat, dann am besten klickbar machen, dass bei Klick dann gleich ein E-Mail-Programm aufgeht. Dann macht man es dem Besucher noch ein bisschen leichter. Und ich schlage vor, beim Kontaktformular nicht einfach ein Kontaktformular gleich auf die Kontaktseite, sondern einen Button zu machen, wo dann draufsteht Kontaktformular. Dann kommt man drauf und okay, beim Kontaktformular gibt es jetzt auch noch ein paar Sachen zu beachten. Die Felder sind eigentlich klar, oder? Bei E-Mail, da ist es wichtig, dass man das zweimal abfragt. Am besten mit einer Funktionalität, die gleich checkt, wenn es nicht richtig eingegeben ist. Aber selbst wenn ihr das technisch nicht realisieren könnt, macht trotzdem zwei Felder. Dann kann der Besucher die zweimal ausfüllen und wenn eins nicht stimmt, dann habt ihr immer noch die andere E-Mail. Und ihr merkt ja dann, wenn ihr antwortet, welche davon stimmt. Also unbedingt hier schauen, dass die E-Mail richtig ist, weil sonst könnt ihr natürlich nicht antworten.
Genau. Dann noch ein kleiner Datenschutzhinweis, der ist natürlich auch wichtig, weil das einfach personenbezogene Daten sind, die euch da übergeben werden. Und dann entscheidend wichtig, wenn jemand das Ding ausfüllt, dann schickt ihm automatisch eine E-Mail raus mit seinen Daten, also was er eingetragen hat. Vor-, Nachname, E-Mail und auch seine Nachricht. Das ist sozusagen sowas wie der gesendet, wie die gesendet E-Mail. Also wenn derjenige nur eine E-Mail an euch sendet, dann hat er die Nachricht in seinem gesendet Ordner und er weiß, er hat's geschickt. Wenn jemand euer Formular ausfüllt und der bekommt nicht automatisiert eine Antwort, wo drin steht, hey, das und das hast du gesendet, dann hat er erstens nicht die E-Mail, die er gesendet hat, und zweitens weiß er überhaupt nicht, ist das Ganze eigentlich bei dir angekommen. Und deswegen ist das, gehört zu einem guten Formular unbedingt dazu, dass es eine automatisierte E-Mail gibt. Das waren 6 Tipps für euch. Setzt das um, was ihr nachvollziehen könnt und was für euch Sinn macht. Bedenkt, dass eine Kontaktseite eine wichtige Seite ist. Es ist einfach auch letzten Endes eine Conversion, ne? Da kommen 100 Leute auf eure Kontaktseite. Wie viele nehmen Kontakt auf? Nehmen nur 2 Kontakt auf oder 10? Macht einen riesen Unterschied für euch. Ich wünsche euch guten Erfolg mit eurer Website und mit eurer Kontaktseite. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr weiterhin so schöne Videos haben wollt. Und ich freue mich schon, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Macht's gut, ciao.